So ein bisschen lästig ist das ja schon gerade. Was ist das? Was ist das? Alter! Ja klar! Lass mich in Ruhe! Scheißteil. Da gibt's wohl. Hände hoch! Hände hoch! Leg nicht! Konnte ich muss eben Bolzen wechseln. Oh, gehen die mir auf den Zeiger, ey. Ja klar, das, dann schieße ich auch noch daneben. Nein, seg nicht, hau ab! Männer, ich weiß schon, wie das aussieht. Ihr könnt jetzt aber langsam mal wieder Verbandskästen gebrauchen. Liebst du mich jetzt? Ich muss sterben. Kommt ihr gleich mit Unfall? Ich habe so gut wie keine Munition mehr. Das Einzige, was mir noch ein bisschen was bringt, sind Pistolenkugeln und Napalm. Ich habe nur sehr begrenzt magische Kräfte. Hi! So.
Darf ich mich jetzt hier bitte in aller Seelenfriedenruhe einmal umgucken, ob ich hier vielleicht noch etwas Hilfreiches finde? Genau, ja. Nehmen wir erstmal eine Flasche besten Gin. Ne. Ja, Wasserladen können wir machen. Auch gut. Ich hoffe, dahin, wo wir jetzt hinfahren, gibt es einen Verkaufsautomaten. Wie viel Geld haben wir? Ist das hier Geld oder ist das Mana? Hier drüben ist Geld. $70. Wow. Point Prometheus. Das war mir schon klar. Ja, worauf wartest du denn? Schnapp dir den Idioten! Ich hab das Gefühl, da geht gleich Gehirn in die Luft. Geht gleich weiter, Tellenbaum. Ich muss jetzt aber kurz warten, dass das Ganze hier mal ein bisschen kühler geworden ist. Der Teufel ist genau hinter mir. Ich hab seinen Anblick langsam satt. Ah, ich brauche einen Verkaufsautomaten. Eine Genbank, ich brauche keine Genbank. Warum ist das der Werte? Dann überlasse ich diesen Schrotthaufen dir und deiner polnischen Verrückten, wenn du nicht aufhörst. Scheiße, du hast ihn entkommen lassen. Jetzt muss ich erst mal nachdenken. Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem. Such einen Big Daddy und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einen, der bereits tot ist. Das haben wir gleich dann bauen. Wobei ich ja diesen Spruch so gut finde. Analysiere seinen Körper. Also mal so rein vom Körper her. Wird da, denke ich, wohl ein Mensch drin stecken. Siehst du das Steuersystem für den Anzug? Sehr gut. Nimm es dir. Das ist der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, wenn eine Little Sister sie für dich öffnet. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Ich freue mich jetzt schon. Das sind doch rosige Aussichten. Lass mich bloß in Ruhe. Ich will nur jemanden kennenlernen. Aber hier ist ein gefährliches Pflaster. Wir haben die Lage von Anfang an auf bestimmte Duftstoffe geprägt. Und die Pheromone. Aber man kann sich das nicht einfach ausdrücken. Man benötigt Zeit und
Ehrlich gesagt, das ist gerade eine ziemlich beschissene Ausgangslage hier. Was hast du vor? Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Little Sister drauflaufen. Ich bin gerade gestorben, tut mir leid. Lass mich in Ruhe, Botti. Der Parasit hat drei Dinge. Alter! Was ist denn mit denen hier nicht in Ordnung? Muss da hier irgendwo eine Möglichkeit geben, wo ich hier einkaufen gehen kann, verdammt nochmal. Klick, 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 klick. Lass mich in Ruhe. Das ist alles sehr schön, aber hilft mir nur geringfügig. Zwei Pistolenkugeln. Wow. Na, Fischis? Kümmern, die nicht dich sind. Fuck. Ach, das ist doch zum Beispiel ein ich glaube, für heute hat das keinen großen Sinn mehr weiterzuspielen. Irgendwie
scheint das Spiel jetzt der Meinung zu sein, für mich zu schwer zu werden. Oder ich bin zu müde, was auch immer. Auf jeden Fall, ja, werde ich die Folge jetzt beenden. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Bioshock wieder. Macht's gut. Cheerio. Ein wunderschönen Buongiorno wünsche ich. Eine Nacht später seit der letzten Folge. Da haben wir auch noch keine Waffen. Nur begrenzt Plasmin. Ja, also munitionstechnisch sieht das echt unglaublich mau aus. Da haben wir echt nur 4 Patronen Maschinengewehr. Auf eine Upgrade-Station, ja, kann man mal benutzen. Aber wäre natürlich bombenfortunös, wenn wir... auch Muni finden würden. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Komm ich denn da hin? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Erreichbare Waffen. Hallo? Ah. Schön hier. Ah, hier bleibe ich. Damage
Research 2. Sie müssen sie dort treffen, wo es weh tut. Die neue Damage Research 2 ermöglicht es ihnen, die Schwächen ihrer Gegner mehr als je zuvor zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ja, ich gehe jetzt nicht mehr so sehr auf Nahkampf, ne? Was ist los? Warum sind die Stiefel hier? Sie sollten bei Failsafe Armored Escort sein. Ach, egal. Nimm sie. Hab ich doch schon. Klettern ist er. Ich mag daran liegen, dass jetzt gerade Tag ist bei mir. Halt den Scheiß. Waffen durchladen hier. Wärst du so freundlich, mal die Backen zu halten? Ich gebe ja zu, in der Zeitung steht viel Mist drin, aber nicht alles, was da drin steht, ist erstunken und erlogen. Ich werde vieles zurechtgedreht haben. So, meine gute Hände. Kann es sein, dass du meinen Waffen zum Opfer gefallen bist hier? Meiner Kamera und so? Was ist das?
ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Trimmung. Trimmung. Alles Trimmung. So, Jung hätte bestimmt auch den Duft nach Nelken nehmen können, aber das wäre dann vermutlich zu allgemein gewesen. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen, aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen, auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Hey Leute, ihr werdet mir gerade ein bisschen verlassen. Was das zu zweit? Dann sehen wir doch keinen Schnee. Komm. Da oben ist noch eine Medi-Station. Fällt mir gut. Oh, ich hab Big Daddy. Da ist noch ein paar Medis dabei. 13. 30. 30. Sieht so richtig einladend aus hier. Nicht. Tu mir bitte nicht weh! Nimm mich stattdessen! Zirkus der Wirt!
dann. Der ist noch viel zu teuer. Ich hab nicht gedacht, Geld. Fontaine ist tot. Schlecht für Fontaine. Gut für Souchon. Ich werde mich ein bisschen rar machen. Dann wird Mr. Ryan schon nach mir suchen. Tannenbaum verschwunden, Fontaine verschwunden und Souchon weiß als einziger über die Little Sisters Bescheid. Wie ich schon sagte, das ist sehr gut für Souchon. Ja, wäre Fontaine mal tatsächlich tot. Er hat sich aber bloß als Ablass getan. Leben noch frisch.